Whoa. Sugar, how you get so fly? Guten Tag, Leute, und willkommen zu einem neuen Daily Vlog von mir. Leute, ich habe jetzt sturmfrei und jetzt kann ich alles machen, was ich will hier in diesem Haus. Leute, ich gucke jetzt nach, ob mein Paket angekommen ist, weil der Postbote gerade da war und... Oh mein Gott, Leute, das Paket ist da. Wisst halt ja einfach immer noch nicht, was da drin ist. Ich habe es euch ja nicht verraten. Es war so random, dass ich dieses Paket bestellt habe, ohne Scheiß. Aber ich glaube, das wird witzig. Aber Leute, bevor wir dieses Paket zusammen auspacken, muss ich mich bei fast 31.000 Abonnenten bedanken, Leute. Oh mein Gott. Das ist echt zu krank. Danke an jeden Einzelnen, der mich abonniert hat, ohne Scheiß. Ich würde sagen, wir packen jetzt das Paket zusammen aus, Leute. Ich bin selber schon richtig gespannt. Wenn ich das jetzt auspacken werde, ihr werdet euch denken, what the f***, Isabel, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Ich habe mir so einiges dabei gedacht. Also ich werde mit diesem Ding, was hier drin ist, werde ich hier circa noch 3 Videos hochladen. Okay, Leute, ich mache es jetzt nicht so spannend und packe es direkt aus. Oh mein Gott. Leute, ich bin so doof. Ihr seht es ja schon beim Titel, was da drin ist. Oh mein Gott. Ich mache es jetzt trotzdem richtig spannend, Leute. Oh mein Gott, ich habe mir Ballettschuhe bestellt. Oh mein Gott, Leute, ich habe mir einfach Ballettschuhe bestellt. Ich mache es auf. Was ist das denn? Ah, das sind diese hier, diese Schutz... Oha. Ey, das fühlt sich ja voll gern an. Das sind diese Schutzteile, die man sich immer am Fuß zieht, damit das halt nicht so weh tut. Ja... Nice. Und jetzt kommen wir zu den Schuhen, Leute. Oh mein Gott, die sehen so knuffig aus. Heilige Scheiße, Leute. Was mache ich hier eigentlich? Ich hätte niemals gedacht, dass ich in meinem Video mal Ballettschuhe auspacken würde. Aber Alter, die sind richtig hart. Guck mal. Das geht jetzt hier an die Mädchen. Also als Mädchen wollte man doch früher schon immer so welche Spitzenschuhe ausprobieren. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich würde sagen, Leute, damit ich die Schuhe auch ausprobieren kann, gehen wir jetzt in mein Wohnzimmer. Weil da eine große Fläche ist, wo man sich gut abpacken kann. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt auch schon in meinem Wohnzimmer. Hier sind diese wundervollen Schuhe, die sich total schmerzhaft anhören. Daran kann man doch nicht stehen. Das ist doch mega unbequem. Ich probiere jetzt einfach mal die Schuhe an. Oh, okay, okay, ich bin drin. Oh mein Gott, aber das ist schon hart unbequem. Eine Stunde später. Okay, Leute, den ersten Schuh habe ich jetzt schon mal an. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den zweiten Schuh auch anhabe. 2 Stunden später. Okay, Leute, beide Schuhe sind jetzt an und oh mein Gott. Ich mach das erst mit Festhalten. Ich habe Angst, mich abzupacken. Wir gehen jetzt einfach auf die Zehenspitze und oh mein Gott, ich habe so Angst. Okay, 1, 2, 3. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wow. Ich finde, das tut irgendwie gar nicht weh. Oh, ich fühle mich... Wow. Das macht voll Spaß, mit denen auf Zehenspitzen zu stehen. Jetzt ohne Scheiß, man geht einfach so hoch so. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Ich kann jetzt was Tunerisches ausprobieren, Leute. Oh mein Gott. Mal eben von oben sehen, wie ich hier auf meine Zehenspitzen gehe. Okay, und let's go. Oh mein Gott, Leute. Alter, aber das tut schon hart weh, ey. Ich finde, das tut irgendwie gar nicht weh. Okay, Leute, ich bin jetzt zurück in mein Zimmer. Es gibt auch wirklich nichts Besseres, was man einem Daily Vlog machen kann. Ja, Ballettschuhe anprobieren. Aber jetzt mal ehrlich, ich bin schon ein richtiger Pro im Ballett, oder? Genau. Bevor ich dieses Video aber beende, muss ich aber noch auf ein paar Kommentare reagieren. Hier hat jemand geschrieben, du hast den Autismus von Moritz. Ah ja, ich habe den Autismus von Moritz, okay. Einer hatte sich aber dabei gedacht, dass ich schreibt, du nervst. Ich produziere nur Videos, mehr nicht. Und da hat noch eine unter einem Video von mir kommentiert, 3 Minuten 15, was, warum drehst du deine Videos morgens um... Filmfights. Das sind mal die Videos, wo mir keine Ideen einfallen und mir ist diese Idee irgendwann nachts einfällt und ich mir dachte, okay... Ich drehe das Video jetzt nachts. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Daily Vlog. Wenn du noch kein Abo da gelassen hast, dann lass jetzt gerne ein Abo da und werde ein Teil von der It's Me haben. Hier wird jeden Tag um 17 Uhr ein neues Video rausgehauen. Also seid auf jeden Fall dabei. Und ja, wir sehen uns morgen. Haut rein und ciao.